Unser geliebter Monat Ramadan hat uns mit seinem Besuch geehrt. Bald verlässt er uns. Dafür möchten wir uns mit einem wunderschönen Fest verabschieden. Eid al-Fitr. Lasst uns an diesem Tag die schönste Kleidung tragen und unsere Freude mit allen Menschen teilen. Der Begriff Eid kommt von der Wiederkehr. Und tatsächlich, jedes Jahr am 1. Shawwal feiern wir den Tag mit einer wiederkehrenden Freude. Vergessen wir dabei aber nicht unsere Geschwister, denen es nicht so gut geht. Auch sie haben diese Freude verdient. Dafür hat uns Allah aufgetragen, die Zakat al-Fitr zu zahlen, also die Almosen der Speise. Aber Achtung, sie muss vor dem Gebet verrichtet werden. Ansonsten ist es keine Zakat, sondern eine gewöhnliche Spende. Wir möchten ja, dass alle Muslime zur selben Zeit die Freude spüren. Und das geht nicht mit einem leeren Magen. Im Gegensatz zum Opferfest, also zu Eid al-Adha, ist es Sunna, schon vor dem Gebet zu essen. Nach dem Essen machen wir uns dann auf den Weg in die Moschee. Bereits unterwegs kann die eigene Zunge dem Drang nicht widerstehen, die wunderschönen Worte der Erhabenheit und des Dankes mit allen Muslimen weltweit zu wiederholen. Während wir uns der Moschee nähern, werden die Takbir-Rufe des Festes immer lauter. In der Moschee wird die Freude größer und größer. Freunde, Familie und Bekannte sind beisammen. Gemeinsam verrichten wir dann das Eid-Gebet. Im Anschluss daran findet die Khutba statt. Jetzt wird die Freude mit all unseren Geschwistern geteilt. Jedem wird gratuliert, egal ob klein oder groß, Familienangehörige, Freunde oder Fremde. Möge Allah uns alle die wiederkehrende Freude spüren lassen. Wir wünschen euch, euren Familien und der gesamten Umma ein Eid Mubarak.